Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Es gibt wieder ein Update zu den fleischfressenden Pflanzen von Kosmos für euch. Hier sind sie. Einmal die Venusfliegenfalle, ganz links, in der Mitte die Mimose und rechts der Sonnentau. Die Venusfliegenfalle, die ist weitestgehend unverändert. Sie sieht immer noch so weiß verfärbt aus, so ein bisschen, als wenn man sie mit einem Schneespray eingesprüht hätte. Manche von euch haben in die Kommentare geschrieben, es ist gar keine Venusfliegenfalle, sondern einfach nur Moos. Vielleicht sind diese Samen niemals angegangen, sondern es hat sich eine andere Pflanze hier breit gemacht. Das lässt sich jetzt noch nicht genau sagen, was das hier ist. Ich werde das definitiv weiter beobachten. Hier, da ganz am Rand, da wo meine Finger jetzt sind, da ist noch so eine kleine grüne Pflanze. Also die Venusfliegenfalle, da tut sich nicht so viel. Vielleicht hat sie es auch nicht wirklich überlebt oder ist gar nicht erst angegangen. Und hier ist unsere Mimose, die ist wirklich schon ziemlich groß geworden. Wenn sie diesen Topf noch weiter überragt, dann werde ich sie auf jeden Fall mal umtopfen. Da könnt ihr auch dabei sein, das mache ich dann auch in einem Video. Und hier haben wir dann unseren Sonnentau. Der entwickelt sich wirklich richtig gut. Wächst nicht nur in die Breite, sondern mittlerweile auch in die Höhe. Wenn man hier von der Seite reinguckt, dann sieht man das auch ganz schön. Und diese Tautropfen, die werden immer größer und die einzelnen Blätter, die verfärben sich jetzt an den äußeren Rändern auch schon so rötlich. Doch, also von meinem Sonnentau bin ich richtig begeistert, genauso wie von der Mimose. Was mit der Venusfliegenfalle los ist, da kann ich gar nicht so viel zu sagen. Ich hoffe nicht, dass das Moos ist, sonst hätte ich mir hier die ganze Mühe umsonst gemacht. Jetzt bin ich auch aus Versehen an die Mimose gekommen. Die hat sich eben gerade schon blitzschnell wieder zusammengeklappt. Den Topf werde ich mal ein bisschen drehen, damit die Mimose hier nicht so sehr an die Nachbarn ranragt. Nicht, dass da noch ein Nachbarschaftsstreit entsteht. So viel jetzt zu unseren fleischfressenden Pflanzen von Kosmos. Ich habe hier gerade ein bisschen Wasser ausgeschüttet. Ihr werdet definitiv wieder auf dem Laufenden gehalten werden, wenn sich was tut. Einmal die Woche gibt es ein kleines Video von mir. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr glaubt, was hier mit unserer Venusfliegenfalle los ist. Ich kümmere mich wirklich sehr intensiv darum. Wenn das jetzt wirklich Moos ist, dann werde ich ziemlich enttäuscht sein. Also einfach in die Kommentare, wenn ihr hier Venusfliegenfallen-Spezialisten seid und euch eventuell besser auskennt als ich. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Gebt mir doch einen Daumen nach oben, hinterlasst mir nette Kommentare und vergesst natürlich auch nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss!